der Motor hält, das Getriebe hält und ich halte auch noch durch. Also insgesamt, was kannst du für eine Zwischenbilanz ziehen? Das ist hier gerade Journalisten-Platin, das ist kein Gold mehr, das ist Platin. Ja, das stimmt. Wenn es bumst, dann bumst es. Man muss eigentlich immer nur reden, wenn irgendwas nicht stimmt. Das Gleisvorfeld im Oldenburger Hauptbahnhof in Niedersachsen. Hier wartet eine besondere Lokomotive auf Ausfahrt. Es ist die Diesellok von Roland Sandkuhl, selbstständiger Lokführer mit eigener Lokomotive. Und Roland muss tanken. Nach bisherigem Plan hat er in den nächsten Tagen 3 Fahrten vor sich. Ich schätze mal, dass wir um 2000 Liter heute tanken. Und wenn die Lok alleine fährt, braucht die etwa 1 Liter pro Kilometer oder 0,8 Liter, je nachdem. Und wenn ich da so einen 2000 Tonnen Kesselzug dran habe, dann ist es schon mal 3,5 bis 4 Litern pro Kilometer. 15 bis 20 Minuten dauert so ein Tankvorgang. Der Literpreis wird monatlich festgelegt. Die Bahn richtet sich dabei nach den Angaben einer unabhängigen Agentur für den Ölmarkt. Er ist in etwa so hoch wie beim Diesel für Autofahrer. 2218 Liter. Das reicht mutmaßlich für eine gute Woche, ja. Die Kosten gibt er später an die Kunden weiter. Aber auslegen muss er sie erst einmal. Also 5, 6 gute Fahrten kriege ich damit hin. Wenn ich viel mit der Lok fahre, dann sind es vielleicht auch 7 oder 8 Fahrten. Seine Diesellok von 1964 hat er mit viel Eigenarbeit restauriert und instand gesetzt. Sie ist offiziell zugelassen. Die alte Farbgebung hat er aus Freude an der Nostalgie gewählt. Er hat einen privaten Stellplatz für die Lok in der Nähe des Hauptbahnhofs Oldenburg gefunden. Von dort startet er am anderen Tag in den Landkreis Diepholz nach Sulingen. Ich kann mir aussuchen, wo ich arbeite und auch wie viel ich arbeite. Das ist der Wahnsinn. Also die Lok wird einem mehr oder minder unterm Hintern weggerissen. An diesem Tag hat er einen besonderen Einsatz. Bei der Diepholzer Kreisbahn. Roland hängt mit seiner Lok an einem Arbeitszug, der von einer Museumsdampflok gezogen wird. Den kompletten Zug muss Roland später die ganze Strecke zurückziehen. Die Dampflok muss immer wieder bewegt werden. Das Alter. Bewegungsfahrt nennen sie das. Und die verbinden sie mit einem echten Auftrag. Schotterbetten, auf denen die Gleise liegen, brauchen alle paar Jahre neue Steine, je nach Nutzung. Die werden später eingearbeitet. Das Schotterabziehen, also das Ablegen des neuen Schotters, erledigt hier nun die Dampflok Richtung Sulingen. Dort angekommen. Wollen wir Führerstandsbremsprobe machen? Ja, dann übernehme ich mal. Ja, kommt an, lösen. Auch angekommen, damit Bremse in Ordnung. Und Bremse in Ordnung. Kommt nun wieder Roland ins Spiel. Jungs, wir sind wieder abfahrbereit. Türen schließen. Ja, wir auch. Dann geht das los. Da wir in Sulingen am Endpunkt der Strecke hier von Diepholz nicht mit der Lok umlaufen können, hätten die sonst zurückschieben müssen. Das ist betrieblich nicht oder schlecht möglich. Und deshalb habe ich gesagt, dann sponsere ich heute meine Lok und helfe den Jungs, dass wir jetzt, was wir gerade machen, auf dem Rückweg nach Diepholz den Zug wieder ziehen. Roland ist einer der ganz wenigen Lokführer, der zusammen mit eigener Lok gebucht werden kann. Für Transporte jedweder Art, überall in Deutschland.
Hier eben auf dem Netz der Diepholzer Kreisbahn. Wir haben eine klassische Nebenbahn, wo wir viele unbeschrankte Bahnübergänge haben. Ich muss hier Obacht geben auf Straßenverkehrsteilnehmer und hier wird auch viel gepfiffen. Früher war er mal fest angestellt. Ein Jahr ist es nun her, dass er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Mit Mitte 50. Der Start war ein bisschen holprig, weil auch gerade Winter war oder zum Winter hin begann, wo auch das Baugeschäft ein bisschen niederliegt. Und jetzt seit Frühjahr bin ich sehr viel in der Bautätigkeit unterwegs und ich konnte schon einen kräftigen Teil meines Kredits wieder zurückzahlen. Er hat eine Marktlücke gefunden mit seiner Geschäftsidee Lokführer mit eigener Lok. Und die funktioniert ungefähr so. Eisenbahnverkehrsunternehmen fragen ihn an für Transporte, zum Beispiel für eben jene Baufahrzeuge, bestellen dafür einen einzelnen Fahrplan bei der Deutschen Bahn und Roland führt diese Zusatzfahrt dann aus. In den zurückliegenden Monaten ist er gefahren, was ging und egal wo. Ich war jetzt viel unterwegs, weil ich da Lust hatte, in die südliche Region. Ich war in Freiburg, ich war in Basel, ich war 3 Wochen in Saarbrücken, habe da ausgeholfen für die Bahn. Nach einem Jahr, muss ich jetzt sagen, hat sich alles zum Glück so gefühlt oder bestätigt, wie ich mir das vorgenommen habe oder wie ich das auch gedacht habe, wie es sein wird. Das Maschinchen hält auch durch. Ich hatte das ein oder andere Malheur ist mal da. Ich habe auch immer ein bisschen Öl verloren. Und kleine Marotten waren mal da, das konnte ich aber alles abstellen. Die Lok läuft besser, als ich dachte, also sehr zuverlässig. Und sie verdient ihr Geld, ja. Also langsam fällt die Last auch von mir ab. Ich anfangs die Bedenken hatte, gut, das muss erstmal alles funktionieren, es darf nichts dazwischen kommen, es darf nichts kaputt gehen, aber der Motor hält, das Getriebe hält und alle wesentlichen Bauteile auch. Und ich halte auch noch durch. Moin Stefan, wir sind die Bulls. Moin. Ja, moin Stefan, Roland hier, 2588 aus Sulingen kommend. Wir sind an der Einfahrt H und bitten Einlass nach die Bulls. Ja, wunderbar. Dann geht jetzt aber in Klasse 4 für euch. Jawohl, und dann melden wir uns nochmal. Jo, bis gleich. Danke, ciao. In Diepholz ist er wieder auf dem Streckennetz der Deutschen Bahn. Die Leerwagen, die wir haben, die haben wir jetzt sehr leer gemacht, die Schotterwagen, die bringe ich jetzt noch nach Osnabrück. Und dann schließend fahre ich mit der Lok nach Hause, nach Oldenburg. Das dauert jetzt auch 4-5 Stunden, wird es noch dauern. Das können die machen, ja. Am anderen Morgen in seiner Wohnung in Oldenburg. Die ist auch sein Büro. Hier verbringt er ungefähr die Hälfte seiner Arbeitszeit. Ja. Aufträge annehmen und abwickeln. Langfristige Planungen sind eher selten. Na, was kann ich für dich tun? Meist fährt er so auf Wochensicht. Das ist sehr ungünstig. Also ich bin erst frei wieder am 3. und am 4. Ja, genau. Und gelegentlich ist es auch dringend. Nee, das tut mir leid. Bis dann. Holla die Waldfee. Das war jetzt die Deutsche Bahn vom Bezirk Nord und von Bremen. Die müssen morgen einen leeren Waggon umgesetzt haben von Braunschweig-Rangierbahnhof zum Hauptbahnhof. Das ist eine halbe Stunde Arbeit, 2 Kilometer rüberfahren, aber die kriegen das nicht anders weg. Das wären 500 Kilometer An- und Abreise für 2 Kilometer Rangieren. Die Probleme der Bahn in Deutschland werden auch auf Rolands Schreibtisch in Oldenburg deutlich. Das ist absurd, aber genauso habe ich das gesehen, weil es schon seit Jahren so geht. Das ist ja nicht neu. Häufig liegt es auch daran, die Loks stehen zwar rum, aber kein Personal ist da für Extratouren. Die können alle noch ihre normale Arbeit erledigen, aber nicht das, was extra kommt, so eine Extratour, den Wagen umstellen oder in die Werkstatt fahren, das Fahrzeug ist einfach nicht mehr drin. Auf der anderen Seite sind das für ihn Aufträge. Der Geschäftskredit, hoch 6-stellig, wie er verrät, will abbezahlt werden. Es ist schwierig. Einerseits, in meinem Alter habe ich schon gelernt, dass ich auf mich aufpassen muss, sowieso, je älter, je mehr. Aber natürlich, jetzt das erste Jahr habe ich mir auch vorgenommen, ich muss erstmal ordentlich beiseite legen. Man muss schon erstmal ordentlich was schaffen.
Und dann ist da ja auch Bürokratie. Ich brauche die Zeit für die Verwaltungsdinge. Das Eisenbahnbundesamt, aber auch die Europäische Eisenbahnagentur haben immer neue Ideen, was wir alles in sehr akribischer Form darstellen und darlegen müssen und nachweisen müssen, dass ich mittlerweile für die gesamte Lokomotive einen Ersatzteilkatalog anfertige. Das heißt, jede Schraube mit Hersteller, mit Bezug, mit Alternative. Wir haben keinen Termin genannt, aber ich muss mich da jetzt ransetzen im Winter. Dabei hat er in seiner Lok auch so immer genug zu tun. Sie ist betriebsbereit und natürlich offiziell fahrtüchtig. Aber für Wartung und die Reparatur kleinerer Dinge hat er sich eine Werkbank in der Lok eingerichtet. Das, was er machen darf, schraubt er hier zurecht. Wir haben uns sehr gut angefreundet, der Raum und ich. Also es ist meine Bank im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bank dafür, dass die Maschine tagtäglich laufen kann. Also ich bin kein Hobbybastler. Ich mache das hier, weil es sein muss. Roland kennt jedes Detail seiner Lok. Und er verlässt sich auch immer auf seine Sinne, wie bei dieser Ölpumpe für die Motorvorschmierung. Die ist mir leider im laufenden Betrieb kaputt gegangen, warum auch immer. Wir sind hier bei den alten Lamellen. Ist mir wahrscheinlich ein Fremdkörper reingelangt. Ich denke mal so eine gebrochene Feder und habe mir hier aus zwei Lamellen Kanten rausgerissen. Und dann förderte die nicht mehr richtig, das hatte ich aber nicht mitgekriegt, aber die Geräusche waren vorhanden. Und dann aufgrund dieses Verdachts habe ich die Pumpe außer Betrieb genommen und auseinandergenommen. Als Ersatz habe ich eine ähnliche Pumpe eingebaut, damit das weiter vorangeht. Aber die Originale, die ein bisschen mehr Druck aufbaut, die sollte jetzt auf jeden Fall wieder rein. Manchmal kleine Ursache, große Wirkung. Da muss ich mich halt mit allem auskennen und auch hier Fingerfertigkeit in Ruhe bewahren. Was ich im Laufe der Jahrhunderte mir angeeignet habe, ist die gesamte Elektrik. Man kann sich da in allen Sachen Hilfe holen, aber am besten ist, wenn man den gesamten Überblick hat über alles. Über Mechanik, Elektrik, Lokomotivtechnik, Aufträge, Betriebswirtschaft, steuerliche Sachen. Man muss auf jeden Fall sehr viel wissen von allem. Check am Motor. Hier hat er kürzlich viel auseinanderschrauben und wieder zusammensetzen müssen. Probleme am Krümmer. Das kostete ihn 3 Wochen Zeit und nicht nur die. Ich brauchte 2 von diesen Dichtungen hier, die hier unterkommen. Da kostet eine Dichtung 668 Euro. Und das ist dann mal, das Geld muss man erstmal verdient haben wieder. Eine größere Reparatur des Motors kann schnell bis zu 200.000, ein Motoraustausch sogar 600.000 Euro kosten. Es schwebt immer mit, dass immer was passieren kann. Das ist in der Natur der Sache, das ist nicht, das gehört zu meinem Wagnis. Auch beim nächsten Auftrag. Und der geht in die Nacht. Das Wetter, das hat ja wie die Pest, noch nicht ein Stück gearbeitet, aber schon das bis auf die Knochen. So ist auch. Geplante Abfahrt, 21.30 Uhr. In einer guten Stunde. Ich werde nur vorwärmen und dann geht das los. In der Zwischenzeit sortiere ich mich schon mal für das, was ich gleich brauche. Vorschriften, Fahrpläne. Mein Funk einrichten und testen. Ein bisschen hat er vorgeschlafen. Er wird tagsüber geschlafen. Oder in Teilen. Wenn man nach Hause kommt, ein bisschen. Und dann nachmittags noch ein bisschen. Und vielleicht vor dem Dienst, wenn es gut geht, noch ein bisschen. Nach 30 Jahren oder schon seit. Das kriegt man halt hin. Es geht heute nicht so weit weg von Oldenburg. Heute Nacht haben wir die Aufgabe, zu einer Baustelle zu fahren, die zwischen Hude und Nordenham sich befindet. Da ist im Laufe der letzten Jahre und Wochen eine kleine Schlammstelle wieder aufgetreten. Die muss mit Schotter verfüllt werden. Und da kommt später, in den späteren Nächten, morgen und übermorgen, eine Stopfmaschine, die arbeitet das dann ein. Aber wir liefern schon mal den Schotter dahin, dass sie da arbeiten können. Und wir müssen erstmal von Oldenburg nach Delmhorst fahren, die Wagen annehmen, Bremsprobe. Das zieht sich dann schon. Richtig.
Ich komme schon mal langsam vor, ja? Ja, komm ruhig schon mal vor, genau. Danke. Ja, ciao. Doch da ist noch ganz schön was los vor ihm auf der Schiene in Oldenburg. Es wird ein bisschen dauern, bis wir hier rauskommen, weil wir hatten heute mehrere Betriebsstörungen. Einmal noch einen Personenunfall zwischen Oldenburg und Delmenhorst, heute Nachmittag. Hier sind Güterzüge im Bahnhof, die stehen schon 6-7 Stunden und warten, dass die durch das Nadelöhr jetzt durchkommen. Und wann wir durchkommen, weiß er nicht. Inwieweit er da jetzt Einfluss nehmen kann, wann er uns losschickt, weil alle anderen wollen natürlich auch fahren. Aber wir wären schon wichtiger, damit die Baustelle nicht ausfällt. Das ist wieder ein Moment, wo ich jetzt normalerweise meine Füße hochlege und mal in mich gehe und mich noch mal ausruhe. Man kann es ja mal probieren. Aber, naja. Ja, danke, gut. Wunderbar, danke. Jetzt kriegen wir Helle. Jetzt geht das los. Liegt ja vielleicht doch an seinem Auftrag. Weil ich das erwähnt habe mit der Baustelle, die darf nicht ausfallen. Nachts auf der Schiene, das fährt sich anders. Zum einen ist es einfacher, weil man weniger Dinge aufnimmt. Das Hirn muss weniger verarbeiten, weil wir halt weniger sehen. Wir orientieren uns gerade in den geraden Strecken daran, von den Signalen oder von irgendwo kommen Lichter her, die spiegeln sich in der Schienenoberfläche. Und daher sehen wir zum Beispiel, dass da zumindest kein grober Gegenstand drauf ist, in den meisten Fällen. Von irgendwo kommt immer Licht her, irgendwo sehen wir aber das Schienenband. Aber hier so die letzten 30, 40 Meter von der Lok sehe ich dann sonst gar nichts. Wenn es bumst, dann bumst es. Bahnhof Hude. Warten auf die Einfahrt zum Rangiergelände, dort wo die Waggons mit dem Schotter stehen. Ja, Robert hier. Ja, Robert, moin, Roland hier. Wir kommen gleich 92 zu 62 und wollen auf 256 die beiden Wagen aufnehmen. Okay. Am Abstellgelände wartet ein Kollege. Frank Odernheimer. Ich bin Rangierbegleiter für den Schotterzug. Und dann überführen wir den nach Hude und dort steigt das Personal dann zu, was in Hude den Schotter dann ablegt. Also zwischen Hude und Norden haben wir den Schotter abgelegt. Mit den Waggons voller Schotter geht es wieder in die andere Richtung. Und auf 23 Uhr zu. Ich habe einen gewissen Punkt ab, genau 1 Uhr, 1 Uhr 10. Werde ich immer am müdesten. Gilt aber auch für 13.10 Uhr. Aber das weiß ich, dann kann man dem vorbeugen. Mit Kaffee, Fenster auf oder einfach wach bleiben. Sich konzentrieren dann. Nicht gehen lassen. Kurz vor der Baustelle warten weitere Kollegen. Von dort fahren sie gleich zum Schottern auf die Strecke nach Nordenham. Der Personenverkehr ist für heute vorbei. Die Strecke wird gleich gesperrt. Jetzt ist noch Zeit. Das Wichtigste für den Eisenbahner nachts. Kaffee. Wollt ihr auch einen Kaffee? Ja, ist gut. Meine Serienausstattung. Nein, das ist alles individuell. Das Wichtigste an Bord. Wenn das nicht läuft, läuft hier gar nichts. Gibt's wenigstens mal einen Kaffee? Ja, wir wussten gar nicht, ob wir noch Kaffee oder nicht. Jawohl. Der Arbeitsauftrag ist ausführlicher als sonst. Alle Details werden nochmal wechselseitig geprüft. Alle Beteiligten müssen verstanden haben, worum es gleich geht und wo was passiert. Danke. Tschüss. Also wir haben das abgeglichen, weil es eben so immens wichtig ist, dass wir definiert eine Aufgabe haben. Wir dürfen nur bis dahin fahren. Wir dürfen unter diesen Voraussetzungen dort langfahren. Deshalb ist das alles genauestens festgehalten. 23.45 Uhr, mitten in der Nacht, mitten auf dem Land. Der Schotter muss am Rand eigentlich nur abgelegt werden. Das machen einerseits die Kollegen an den Ablasshähnen, immer schön langsam. Wenn die zu schnell sind, dann würde sich der Schotter zum Teil verteilen und würde vielleicht irgendwo in den benachbarten Grundstücken Schäden anrichten. Und andererseits hält Roland vorne die 80-Tonnen-Lok und die Waggons mit ihren insgesamt 160 Tonnen auf minimaler Geschwindigkeit. Wir fahren so zwischen 2 und 3 km/h.
damit wir ein gleichmäßiges Abziehbild haben. Das kann ich am besten feststellen, indem ich genau hier runter gucke in den Schotter. Also wenn ich jetzt hier mich normal hinsetze und nach vorne gucke, dann kann ich die kleinen Geschwindigkeitsnuancen nicht sehen. Jetzt wird in kleinen Schritten immer entweder gebremst oder Gas gegeben oder ich lasse mich rollen, je nachdem, wie ich die Geschwindigkeit am besten halten kann. Das Wichtige ist, ob man dann nur 2 oder 3 km/h fährt, ist nicht so wichtig, aber man muss gleichmäßig fahren, damit die hinten mit den Klappen nicht immer rauf, runter, sondern gleichmäßig abziehen können. Der ganze Vorgang ist nach einer guten halben Stunde geschafft, aber es war ein ganzer Arbeitstag. 1.30 Uhr ist es geworden. Geplant war sogar deutlich länger. Heute haben wir Glück, da wird es mal eine Stunde eher, aber wir haben auch schon mal Pech, dass es eben 4 oder 5 Stunden später wird. Das ist, aber es gehört halt zum Job dazu. Mit Roland habe ich schon öfter zusammengearbeitet und Roland ist ein alter Hase, der weiß die Geschwindigkeiten, der guckt raus, sieht, wie der Schotter fällt und der weiß genau, so schnell darf ich fahren. Wenn ich zu schnell werde, dann verteilt sich der Schotter zu breit. Und also, weil man muss eigentlich immer nur reden, wenn irgendwas nicht stimmt. Einmal muss Roland die Lok noch wieder umsetzen. Denn die Waggons müssen zurück nach Delmenhorst. Danach ist auch für ihn Feierabend. So gegen 2.30 Uhr am Morgen ist er zurück in Oldenburg. Hast du mal irgendwie bereut, das, den ganzen Schritt? Nein, das sowieso nicht. Ich war aber schon klaren Geistes, als ich das entschieden habe. Ein paar Tage später. Journalistinnen eines Oldenburger Stadtmagazins sind zu Besuch. Rolands Projekt, sich mit 55 noch mal selbstständig zu machen mit eigener Nostalgie-Lok, hat sich rumgesprochen, auch bis zu Reporterin Laura Richter. Die ist halt alt, sie ist unheimlich ästhetisch vom Modell und muss dir mal modernere Züge anschauen. Die sind alle von diesem Prototyp abgeleitet. Die schauen im Grunde im Querschnitt immer noch so aus. Bei Redakteurin Gisela Lang ist es Rolands Ausstrahlung. Aber ich weiß, was drinsteckt und weiß, was ich verbaut habe. Also eine ganze Menge Überzeugung auch und Optimismus, das zu schaffen. Und er steckt einen so damit an, dass man auch dran glaubt. Bei einem Gespräch schon. Also wenn ich Banker gewesen wäre, ich hätte ihm den Kredit auch gegeben. Ohne weiteres. Seine Geschäftsidee ist selten. Und seine Geschichte ist es ja auch. Die einzige, die wirklich rein wollte hier. Also das ist hier gerade Journalisten-Platin, das ist kein Gold mehr, das ist Platin. Ja, das stimmt. Also solche Stories machst du auch irgendwie ein paar Mal nur im Leben, die kannst du dann in einer Hand abzählen, deswegen ist das schon, das macht schon Spaß. Das ist klasse. Ja. Gut, das freut mich. Auch Kai Pflaume hat ihn schon eingeladen, da war er unlängst in der Rateshow, kaum zu glauben. So fühlt sich das bei ihm auch immer noch ein bisschen an. Auf dem Samstag 20.15 Uhr in der ARD. Das ist wieder Premium, echt. Ja, jetzt sieht's ganz Deutschland. Und im Frühjahr hatte sich dieser Herr gemeldet, nachdem er von Rolands Lok gehört und gesehen hatte. Das ist Arpad Schiessel aus Roosdorf bei Bonn. Eines Tages bekam ich einen Anruf von eben diesem Herrn, weil er hat nämlich 1965 oder 1964 das Getriebe in die Lok eingebaut. Und dann habe ich gesagt, gut, dem Mann, wir müssen uns auf jeden Fall treffen. Natürlich mit seiner Lok. Im Rahmen eines Auftrags hat er dort kurz Stopp machen können. Eisenbahner-Ehre. Und dann ist der Knochen mal zum Hund gekommen. Und ich habe ihn mit der Lok besucht in Roosdorf. Und da haben wir Fotos gemacht. Er hat sich sehr gefreut natürlich. Und ihm alles gezeigt, was er noch so hatte von damals. Das ist ein Auszug aus Abharts oder Herrn Schiessels Notizbuch von 1965. Die erste Probefahrt dieser Lok. Und am zweiten Tag nochmal 14 Stunden. Das hat er alles noch in seinem Regal gehabt. Sogar noch den Originalkatalog des Getriebes seiner Lok, den bekam Roland als Geschenk. Und das ist ein druckfrisches Exemplar von 1965, unberührt, kein Knick drin. Das riecht noch wie am ersten Tag. Das ist unglaublich. Lag jetzt knapp 60 Jahre bei ihm im Keller. Das ist absolut cool, ja.
Zwei Tage später steht wieder eine Fahrt auf dem Plan nach Bremervörde zu den dortigen Eisenbahn- und Verkehrsbetrieben Elbe-Weser. Dort hatte er die Lok vor gut 2 Jahren erstanden. Und heute feiern die ein Streckenjubiläum, 125 Jahre Stade Bremervörde. Und anlässlich dessen haben wir damals beim Kauf der Lok auf Handschlag schon verabredet, dass ich natürlich mit dieser Lok aufgearbeitet dann erscheinen werde. Und das ist heute soweit. Mein Versprechen löse ich auch ein. Das wird ein schönes Wochenende. Dass ich der ganzen Bahn, die ganzen Mitarbeiter, denen zeigen kann, was aus ihrer alten Lok geworden ist. Weil die ja 10 Jahre abgestellt war mit dem Unfallschaden. Und es hat keiner mehr Hoffnung gehabt, dass die Lok jemals noch wieder in Betrieb kommt. Weder die von der Eisenbahn, von der Gesellschaft dort, noch die Eisenbahnfreunde, die deutschlandweit agieren. So hatte er die Lok 2021 übernommen. Er hat damals alles in Bewegung gesetzt, um sie wieder herzurichten. Mit viel Eigenarbeit, sehr viel Geduld und noch mehr Nervenstärke ist er damals über Monate lang an seinem Projekt dran geblieben. Dass ich das jetzt doch geschafft habe und gemacht habe, das ist schon für mich schön. Und das kann ich Ihnen jetzt auch zeigen. Einerseits schon mit Stolz, aber andererseits auch, um denen zu zeigen, was aus ihrer alten, schönen Lok geworden ist. Die ja wirklich alle, egal wie man anspricht, alle haben die sehr gemocht, die Lok. Zum Jubiläum zieht er an diesem Tag einen Oldtimer-Zug im Pendelverkehr auf der Strecke Bremervörde-Stade. Mit auf dem Führerstand Lokführerkollege Jörg Kotter, der die Lok hier einst fuhr. Also echt so ein Schmuckstück, ne? Also das ist schon fantastisch, ne? Auch so als Eisenbahner, wenn man dann auch so diese Geschichte von der Lok so ein Stück mitgeschrieben hat, ne? Also schon schön. Auch am Bahnhof Deinste auf der Strecke nach Stade feiern sie ihre Nebenbahn. Dass es sie noch gibt und weitergeben soll. Mit dem bin ich sogar glücklich hier, was hier passiert, weil ich halt die Eisenbahn in die Öffentlichkeit räumen kann. Wir haben zwar viele Eisenbahnfans, die sowieso sich mit dem Thema beschäftigen, aber gerade hier, wenn wir eine größere Veranstaltung haben mit der Eisenbahn hier, dann kommt auch die Bevölkerung und gerade die wollen wir mit ins Boot holen, weil wir gerade diese Strecke soll ja demnächst regelmäßigen Personenverkehr bekommen, ist auch gleichzusetzen mit mehr Lärmemissionen und die Bürger müssen damit leider leben und wenn wir hier ein bisschen Verständnis aufbauen können für die Eisenbahn, und die Eisenbahn auch was für die Bevölkerung tut, außer hin und her zu fahren, dann haben wir schon viel erreicht. Ja, genau. Roland zieht da auch in Zukunft gerne mit. Hauptsache, es bewegt sich was bei der Bahn. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Eisenbahn allgemein jetzt mehr in die Öffentlichkeit rückt und auch ein bisschen mehr Verständnis hat, was hinter den Kulissen passiert oder dass auch alles gar nicht so einfach ist. Und wir haben Sachzwänge, das geht auch nicht immer alles so sofort, was man möchte. Und letztendlich, das weiß zwar jeder, aber viele vergessen das immer, dass halt auch Menschen dahinter stehen. Das war's für heute. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es in die Kommentare und wir versuchen das in einer eigenen Sendung auf YouTube zu klären, eure Fragen. Dann bis bald. Bleibt dran.